Wieso und Konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu zurück mit Let's Play Pokémon Smaragd. Und ich habe keine Ahnung, wo er uns rausgelassen hat, anscheinend auf einer Brücke. Und das erste, was wir natürlich gucken, ist, haben wir was Neues, haben wir was Neues? Nein, wir sind immer noch bei den zwei Orden. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, fast 20.000. Und irgendwas Neues an Pokémon, ist da irgendwas passiert? 24. Mono, er hat sich ein Stolunio gefangen. Unser Typi hier, unser Ryo-Typi, der hat sich ein Stolunio gefangen, weil unser Ryo-Typi sich gesagt hat, ja, yeah, Stolunio ist cool und deshalb hat sich unser Ryo-Typi so ein Stolunio gefangen. Habt ihr verstanden? So, das Einzige, was noch nicht auf 20 ist, ist Pfiffel. Armer Pfiffel. Den schaffen wir erstmal Abhilfe. Und dann gehen wir einfach mal weiter. Hier ist ein Pokéball. Gibst du mir Pokéball mit Angriffsplus? Und dann, hallo, Red Bricks. Ja, hier ist Günther. Hast du schön gemacht, Tentara. Bis dann. Ich will mit dir kämpfen. Denn du bist ein Typ, der kämpfen kann. Ja, das ist eine sehr einleuchtende Begründung. Ich weiß. Frieda setzt Stolunio ein, weil Frieda es kann. Kann es denn Pfiffi mit Stolunio aufnehmen? Wir werden es gleich erfahren. Ich bezweifle es zwar sehr stark. Nein, kann es nicht. Ich mache es einfach trotzdem. Das funktioniert sogar. Okay, Pfiffi kann es mit Stolunio aufnehmen. Ich wollte gerade Pfiffchen sagen. Das ist aber jetzt immer Genaien. Oh, das hättest du dir aber jetzt noch schenken können. Dann eine Kopfnuss und die bringt's nicht so. Jetzt einmal Tackle und dann Tackle und dann war's das. Ich tacker dich zu Tode mit dem Tacker des Todes. Ja, ich weiß, auch sehr einleuchtend. So, was hat er denn? Ein Fritzelblitz. Hört sich nach Elektro an. Sieht aber sehr komisch aus. Aber nun ja, das ist ja auch gleich platt. Das Einzige, was wir machen konnten, war einmal Verteidigung senken. Tja, ist nicht wirklich gut angekommen. Hättest du lieber was anderes gemacht. Shoot. Na, auf jeden Fall ist Pfiffi jetzt auch Level 20. Finde ich sehr schön, Pfiffi. Jetzt soll ich mich erstmal darum kümmern, dass ich in die Panel haben wir irgendwas gegen... Nein, ich will dich nicht! Ich will einfach... Oh, boah, ist das anstrengend, auf Pause zu drücken. Minipilz. Ein gemeiner Pilz vom geringen Wert. Ja, dieser Pilz, der ist ganz schön böse. Der macht immer böse Witze. Juhu, Paraheiler. Das gebe ich jetzt mal Pfiffi. Denn Pfiffi kann noch ein paar Level-Ups gebrauchen. Hallo, Maike. Hi Briggs, wir haben uns ja lange nicht mehr gesehen. Habe ich dich überhaupt schon gesehen? Ich weiß, dass du Maike bist, dank dem Parts der anderen. Wie wär's mit einem kleinen Kampf? Du willst einen kleinen und keinen großen? Kampf? Wingull wird von Maike eingesetzt. Tja, Wingull, du wirst jetzt einfach mal gebissen. Und bedroht übrigens auch. So, einmal Biss. Und ich finde es sehr gut, dass die Animationen aus sind. So hat man einfach viel mehr Zeit, etwas in einem Part zu machen. Manche Animationen dauern ja 10 Jahre, bis sie fertig sind. Und wenn sie sich dann noch wiederholen, dann ist es besonders schön. So, Reptane macht jetzt einfach mal Speed. Und dann passt das. Reptane ist, soweit ich weiß, nämlich Pflanze. Ja. So, einmal... Ein Flügelschlag? Wow, entschuldigt bitte, dass ich beim Gähnen geredet habe. Das macht man eigentlich nicht, aber das ließ sich gerade nicht wirklich vermeiden. Schneckmark. Ich gehe mal wieder zu... Ich nehme nochmal Pfiffi. Komm, Pfiffi. Das hast du hier gerade eben so fein gemacht. Dann beißt du dieses Schneckmark einfach mal. Du siehst komisch aus. Kann ich noch nicht mal beschreiben. Biss. Einmal zubeißen und dann
Na gut, zweimal zu beißen. Du scheinst ein Feuertyp zu sein. Hätte ich mir auch denken können bei dem Aussehen. Aber viel gebracht hat's dir nicht, ein Feuer zu sein. Ein Feuertyp, nicht ein Feuer. Ach du Schande! Ist das normal, dass das zusammengeschrieben wird? Egal. Ist wahrscheinlich Absicht. Oder da hat irgendjemand nicht aufgepasst. Ja, ich trainiere fleißig. Lalalala, du willst mir was Ach, ich hab gedacht, ich bekomme eine richtige Belohnung von dir. Ach, Mann. Gib mir Fahrrad. Ich will auch Fahrrad. Ich will auch durch die Gegend fahren. Mit Fahrrad. Oh, du kannst mich mal. Ich verschwende meine Zeit auch nicht mit niederen Hunden. So, zack, Flucht. Ich würde sehr gerne noch ein bisschen schneller durch die Gegend kommen. Welches... Wieso zittern die? Zeigst du mir deinen Pokémon? Und ganz kurz. Okay, volle Kanne. Wenn du den Rhythmus nicht halten kannst, bist du... Irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, was da stand. Ich habe zu schnell weggeklickt. Schau dir meine Zähne an. Denn mit meinen Zähnen mache ich dich fertig. Los, Sombrero. Und nochmal ein Fritzelblitz. Mono. Wieso hat er ihn überhaupt Mono genannt? Hätte er ihn nicht auch Stereo nennen können? Ha? 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 So, erstmal auf 1. Na gut, dann halt nicht. Och, das habe ich wieder vergessen. Und was kommt jetzt? Voltoball. Und Voltoball kriegt direkt eine Lähmschelle ab. Jetzt ist deine Naturkraft gesenkt. Deine Genauigkeit gesenkt, meinte ich. Ja. Schön. Nochmal. Lähmschelle. So, die Verteidigung von Fivi, die sinkt stark. Naturkraft wurde zu Stachelspore. Das ist unnötig gewesen, dass es nochmal zur Stachelspore wird. Aber nun, was soll man machen? Ein Volltreffer. Voltoball kann mich jetzt nicht mehr nerven. Und jetzt muss ich mich nur noch um Lombrero kümmern. So, einmal zack und Kopfnuss. Angriff von Fifi starken sinken. Angriff von Mono sinken. Fifi setzt einen Biss. Und Lombrero ist ein Tod. Nein, es schläft nur. Pokéball. Habt ihr schon von Peter gehört, dass Peter wieder irgendwas gemacht hat? Von wegen, Pokémon und so ganz, ganz böse Tierquäler. Ja, als ob ich auch eine Katze in einen Ball stecke und anderen Leuten diesen Ball dann an den Kopf werfe. Sauber, oder? Wieso habe ich... Ich achte eben jetzt gerade gar nicht so wirklich, was ich hier mache. Moment, du darfst weiter beißen. Du machst weiter mit der Kopfnuss. Peter, ey. So ein komischer Verein. Na egal. Ich frag mich, auf was wir demnächst drauf gehen werden. Kenn ich noch irgendein Spiel mit Tieren? Ich weiß gerade nicht. Itares Karel, Rudi Karel. Ich habe Rhythmus im Blut. Ich weiß. Nein. Nein. Kann ich die... Moment. Trainerruf. Lala. Ja, das ist noch okay. Trugauge. Ich kann die nicht löschen. Prüfen? Wie doof ist das? Wieso kann ich diese Säcke denn nicht... Ach, das ist so dumm! Boah, kann ich die Animation ja auch direkt anmachen. Dann geht noch mehr Zeit drauf, wenn die Säcke am Main mal anrufen zu müssen. Ja, hallo, jetzt schreitet die... Ich will an den Pokéball.
setze ein anderes Team jetzt nach vorne. Tausch Julia und... Oh Junge, machen das jetzt. Denn sie sind noch... können noch Level vertragen. Ja, du hast gar nichts vorher gesehen. Weil du einen Radweg entlang gefahren bist, musst du jetzt eine Peinlichkeit vergessen. Okay. Kirstin, Abra und Magnetilo. Ja, das ist ja jetzt nicht so prickelnd für Ujunge. Aber egal, Ujunge schafft das schon, da bin ich mir sicher. Zack, und der Blubbi-Strahl. Also jetzt habe ich mit was anderem erwartet. Ich habe was anderes mit erwartet. Schon klar. So, Abra will sich eh nur teleportieren. Zack. Und dann nochmal Blubstrahl. Wieso machst du denn keine Elektroattacke auf Ujunge? Das irritiert mich ein bisschen. Aber egal. Jetzt kommt noch Abra. Macht Abra überhaupt irgendwas? Ich weiß nicht. Konfusion und... Jetzt machen wir mal Walzer. Ach, Abra ist der mit Kraftreserve. Okay. Hätte ich ja mal aufpassen können. So, und in der nächsten Runde ist Abra platt. Ihr wart auch sehr schwer zu besiegen. Meine Güte, habt ihr mich jetzt angestrengt? Psycho Wendelin. Ich konnte meine Du konntest gar nichts vorhersehen. Ich will nur einen Pokéball. Und dieses Elixier finden. Vielleicht komme ich auch noch irgendwo hin in diesem Part und nicht nur auf dieser dummen Brücke unterwegs sein müssen, Tuten tun. Rot 110, Malvin Frost City. Oh nein, Bären! Ich will Bären, Nana Bären. Was auch immer mir diese Bären bringen. Boden ist wieder weich und ledig. Ja, ihr könnt diesen Boden heiraten, wenn ihr wollt. Sie können den Boden jetzt küssen. Nochmal drei Nana Bären. Da guckt mich so ein komischer Opa an. Hallo komischer Opa, zwei Straßen, eine oben, eine unten, eine Straße für Mensch und eine für Pokémon. Das ist recht und billig. Küstenradweg. Okay, was bringt mir der? Tut mir leid. Ja, gut, das ist wie in Pokémon Rot und Blau. Da kann man nur auf Dingens gehen. Mit Rad. Ihr seid mir jetzt einfach mal egal. Malvin Frost City. Wir sind in Malvin Frost City, oh yeah. So, ich will mir jetzt erstmal diesen Pokéball da holen. X-Tempo. Dann will ich die Pokémon heilen und ich sehe mich dann nochmal in Ruhe um. Und dann darf Rüdiger eventuell die Arena machen. Ich will hier Fahrrad. Jetzt will ich hier rein und gucken, ob ich... Hey, dich kenne ich noch. Ein höchstes Radler, ein Turbotreter. Ja, Radler, ich will das Fahrrad haben. Oh, eine Sekunde. Allrad, Kunstrad, wir wollen das Allrad. Ich will das Allrad. Ich will das Allrad. Allrad erhalten. Finde ich sehr schön. So, das Allrad, das will ich auch direkt auf Select legen. Wo ist es denn? Einmal. Zack, so. Jetzt kann ich. So. Ich will da ins Pokémon Center. Yay! Er sieht auch komisch aus. Hallo, ich bin Albert Einstein. Ich Theorie. Wie sitzt du überhaupt auf deinem Stuhl? Ich denke, ich werde Rüdiger dann vor der Arena abstellen. Ich rede erstmal noch mit Albert. Ich bin Märchenman! Nein! Ich bin Märchenman! Oh mein Gott! Ich will... Wenn ich den jetzt anrede, dann dauert das wieder Stunden.
So, und ich denke, mit diesem Bild werde ich Rüdiger in den nächsten Part entlassen. Das war euer Keanu mit Let's Play Pokémon Smaragd. Bis zum nächsten Mal. Ciao.